Unter meinen Freunden habe ich offenbar einige, die schwere neurologische Schäden erlitten haben durch zu viel Einfluss von Religion und Ideologie. Aber worum geht es? Ich poste in der Regel Dinge, dessen Kernaussage ich teile oder die ich lustig finde oder die ich eben es wert finde, geteilt zu werden. Die Instanz, welche dabei entscheidet, bin exklusiv ich. Das mag unter anderem daran liegen, dass es mein Facebook-Profil, mein Facebook-Kanal und somit meine Entscheidung ist. Man darf gerne kommentieren und auch debattieren, aber das Thema der Kommentierung ist der Inhalt, nicht der Absender und schon gar nicht meine Person. Wer persönlich wird, egal warum und egal in welchem Ausmaß, muss damit leben, dass es entweder eine sehr undiplomatische Antwort gibt oder ich diese Störung, nachhaltig, entferne. Ich verfolge in der Regel eine Nulltoleranzpolitik für Trolle. Sorry, aber euer Spielplatz ist Vierchan. Beispielsweise fragen sich einige, warum zum Beispiel zugegebenermaßen in letzter Zeit öfters Sachen von Milo von mir geteilt werden. Das hat zwei einfache Gründe. 1. Sie erscheinen in meiner Timeline und ich finde die Message korrekt. Und 2. Würde ich die Message auch teilen, wäre sie nicht von Milo, denn es geht mir um die Kernaussage. Und in seinem, Milos, Fall, geht es zurzeit meist um den Umgang mit der Redefreiheit und dem gelebten No-Faschismus der selbsternannten Linken und den selbsternannten Liberalen in den USA. Wer sich wie ein Neofaschist verhält, der wird auch so von mir genannt. Die Fakten sind nun mal eindeutig. Man muss ja kein Freund von Milo sein und ich teile auch nicht alle seine Aussagen, aber er hat das Recht dazu, Debatten zu führen, und Menschen haben das Recht, an diesen Debatten teilzunehmen. Was nicht geht, ist, dass vermeintliche Linke und Liberale meinen, mit massiver Gewalt und Morddrohungen und Anschlägen und versuchtem Totschlag gegen Gäste seiner Veranstaltungen gegen Milo und seinen Debatten vorgehen zu müssen. Das gleiche gilt auch für Anschläge auf Trump-Anhänger oder völlig entblödeten Promis, die sogar öffentlich zu Anschlägen auf Trump selbst aufrufen. Man kann ja über Trump denken, was man will, und man muss nun wirklich nicht mit ihm politisch übereinstimmen, aber Gewalt ist nun mal keine tolerierbare politische Einflussnahme. Das gleiche gilt auch für einfache Ziele von Gewalt hier in Deutschland. Wer meint, es reicht als politische Erwiderung gegen die AfD, diese mit Gewalt, Anschlägen und Einschüchterung von Menschen bekämpfen zu müssen, der macht diese zu Opfern und sich selbst zu einem Neofaschisten. Meine Unterstützung gilt grundsätzlich den Verfolgten. Und es ist mir scheißegal, ob das ein Linker, ein Rechter oder ein Liberaler oder ein Pirat ist. Wer politisch verfolgt wird, wer politisch motivierter Gewalt ausgesetzt ist, wer massiven Desinformations- und Schmähkampagnen ausgesetzt ist, kommt in Genuss meiner Unterstützung. Und ich persönlich finde, jeder, der politisch integer als Bürgerrechtler wahrgenommen werden will, sollte meinem Beispiel folgen. Wer meint, Menschenrechte seien von homogenen Meinungsbildern und passender Ideologie abhängig, der ist den damaligen Nazis näher, als es ihm oder ihr lieb sein kann. Aber wer weiß, vielleicht fühlen sich auch einige in diesem Sumpf von Neofaschisten auch ganz wohl. Ich jedenfalls verzichte. So, und wer jetzt entfreunden möchte, ich bitte darum. Und wenn nicht, willkommen in der Demokratie und einer respektvollen Debattenkultur.